Hallo und herzlich willkommen. Du hast heute deinen ersten Tag als Erzieher oder Erzieherin in der Kita Wolkenzwerge. Da hast du es vor allem mit mir zu tun und meinen Freunden. Mit Kindern nämlich. Und was du so alles tust, um uns durch den Alltag zu begleiten, das zeige ich dir jetzt. Erstmal musst du uns natürlich begrüßen und auch unsere Eltern, die uns bei dir abgeben. So, Jonna, wir haben gerade überlegt, was wir alles für Abfüllen. Das hier ist der Morgenkreis. Hier wird alles Wichtige besprochen. Ihr als Erzieher und Erzieherin müsst ihn leiten. Das heißt, dass ihr euch alle Geburtstage merken müsst. Und heute erzählen uns Melina und Kathi, dass wir etwas mit Äpfeln machen. Brauchen wir eine kleine Schüssel? Hier sind die Kleinen. Die sind noch richtig klein und können noch nicht mit uns spielen. Deswegen werden sie hier betreut. Bald auch von dir. Ihr achtet hier auch darauf, dass sie neue Dinge lernen und haltet das für die Eltern fest. Für uns alle seid ihr Erzieher ganz wichtige Person, denn wir verbringen ja fast den ganzen Tag mit euch. Und jetzt sind wir bei den älteren Kindern. Dazu gehöre ich. Ich bin nämlich schon 5. Wir machen Sachen wie Bewegungsspiele, Turnen oder Musik. Mir macht das alles gleich viel Spaß. Und deswegen kann ich mich immer nicht entscheiden. Unsere Erzieher zeigen uns immer tolle neue Sachen. Heute machen wir zum Beispiel Apfelmus. Das ist das erste Mal, dass ich Apfelmus koche. Da freue ich mich schon darauf. Jetzt essen wir aber erstmal Mittag. Alle zusammen. Nach dem Essen putzen wir dann alle unsere Zähne. Das macht man nämlich so, wenn man groß ist. Wenn du Erzieher werden willst, solltest du auch Zähne putzen können, denn du zeigst uns, wie das geht. Ist doch klar. Psst! Während die anderen Kinder nach dem Essen schlafen, bekommen wir von Kathi noch ein Buch vorgelesen. Nicht alle Kinder müssen nämlich Mittagsschlaf machen. Wer nicht müde ist, kann sich hier während der Ruhephase eine Geschichte anhören. Das hier ist Stefan. Er bereitet gerade ein Gespräch mit meinen Eltern vor. Dabei geht es natürlich darum, was ich über die Zeit lerne. Als Erzieher beobachtest du uns ganz genau und kannst unseren Eltern gut erklären, wie wir uns entwickeln. Zeit gehabt, mit ihr ein bisschen Kontakt aufzunehmen, wie sie ihn anlächelt und wie es jetzt weitergeht. Ach, sehr schön. Psst, ich habe mich hier versteckt, um mal zu hören, was Stefan so über mich erzählt. Hören wir doch mal zu. Sie scheinen das schon vergessen. Also sie hat jetzt mich zum Glück nicht mehr da vermisst. Dass wir eine Dachterrasse haben, hatte ich noch nicht erzählt. Oh, entschuldige. Hier spielen wir immer alle zusammen. Das ist das Schönste am Tag. Ich schaukle am liebsten. Andere buddeln lieber. Du weißt ja, wie das ist. Jeder hat andere Hobbys. Gleich werden wir noch Vesper machen. Das ist ein kleiner Nachmittagssnack. Dann ist der Tag auch schon um. Unsere Eltern holen uns ab und du kannst nach Hause gehen. Wahrscheinlich bist du jetzt traurig, weil es dir so gut gefallen hat, die Erzieher in der Kita Wolkenzwerge zu begleiten. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Mach's gut! Bis dann!